Polen ist bereit für den Kriegseintritt. Am Freitag warnte Ungarns Premier Viktor Orban, Zitat, wir waren noch nie so nah dran, dass ein lokaler Krieg zu einem Weltkrieg eskaliert. Das bis vor 2 Jahren noch brüderliche Verhältnis zwischen Budapest und Warschau ist zerbrochen, weil Polen wie wahnsinnig aufrüstet und bald die stärkste nicht-nukleare Armee der Welt haben wird. Doppelt so stark wie die Bundeswehr. Sehen Sie selbst. Ja, Polen als Brandstifter, die Situation erinnert mich verdammt an 1939, wo ja Polen mitgezündelt hat. Es war ja nicht nur Hitler, Polen hat mitgezündelt. Und jetzt, ich meine, die rüsten ihre Armee hoch zum doppelten Bestand der Bundeswehr, obwohl die Bevölkerungszahl ja nur halb so groß ist wie in Deutschland. Die haben in 12 Monaten das so aufgepumpt. Dafür haben sie in Rammstein 30 Jahre gebraucht. Das sind 10.000 amerikanische Soldaten. Da wird neuestes Kriegsgerät eingekauft. 288 Abrams-Panzer von den Amis. Und von den Südkoreanern haben sie 1.000 Black Panther-Panzer geordert. Der wichtigste General der Bundeswehr, Eberhard Zorn, muss gehen. Zuletzt fiel er im September auf, als er die Sorge äußerte, dass sich der Ukraine-Krieg auf ganz Europa ausweiten könnte. Nun wurde er von Verteidigungsminister Pistorius rausgeschmissen und durch Generalleutnant Carsten Breuer ersetzt. Breuer leitete den Corona-Krisenstab und ist aktuell noch Befehlshaber des territorialen Führungskommandos, das auch gegen innere Unruhen vorgehen soll. Selenskyj zündet das nächste Land an, die Kaukasusrepublik Georgien. Dort fanden in den letzten Tagen gewalttätige Unruhen statt. Demonstranten mit EU-Fahnen wollten das Parlament stürmen. Die Szenen erinnern an den Maidan in Kiew 2014, an die Tage, die dem dortigen pro-westlichen Umsturz vorausging. Vereinzelt kam es zu Ausschreitungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Der Gesetzentwurf sah vor, dass Organisationen, die mehr als ein Fünftel ihrer finanziellen Mittel aus dem Ausland erhalten, sich als sogenannte ausländische Agenten registrieren lassen müssen. Der georgische Premier gegen den ukrainischen Präsidenten. Garibaschwili, so heißt der Regierungschef von Georgien, hat Selenskyj dafür kritisiert, dass er sich eingemischt hat in die Proteste gegen dieses Agentengesetz von Georgien. Das ist ja hoch umstritten und es gab ja massive Proteste in Tiflis. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung, worum es da ging. Es ging darum, den Einfluss von ausländischen Medien und NGOs zurückzudrängen. Also man hat gesagt, das war der ursprüngliche Plan, dass jedes Medium, das zu über 20% aus dem Ausland finanziert wird, sich registrieren lassen muss als ausländischer Agent, um quasi den Einfluss da ein bisschen zurückzudrängen. Und der Westen hat ja dann sofort losgelegt, hat gesagt, damit soll die georgische Zivilgesellschaft mundtot gemacht werden. Das ist eine Annäherung an Russland, was ja jeglicher Logik entbehrt, weil wenn ausländischer Einfluss zurückgedrängt werden soll, geht es ja auch um russischen Einfluss. Das heißt, wenn ein Medium zu über 20% von Russland finanziert sein würde, würde es sich ja auch als ausländischer Agent registrieren lassen müssen. Das heißt, in Wahrheit geht es nur darum, dass der Westen seinen Einfluss gefährdet sieht in Georgien, weil der Westen eben sehr viele Medien und NGOs dort finanziert. Es sind da gewalttätige Unruhen. Das Parlament wird versucht zu stürmen und der Präsident des Nachbarlandes, nämlich Selenskyj, macht dann eine seiner Fernsehansprachen, die er ja immer macht, zur Unterstützung dieser Proteste. Das wäre so, wie wenn jetzt in Paris Randale ist wegen der Renteneintrittsaltererhöhung und Scholz würde eine Ansprache machen, dass er den Demonstranten viel Glück wünscht. Da würde sich Paris auch bedanken. Ja? Bei der Einmischung geht es ja darum, sozusagen eine neue Front gegen Russland zu eröffnen, ein anderes Land in Nachbarschaft zu Russland anzuzünden, damit die Russen sozusagen Kräfte abziehen müssen von der Ukraine, um Georgien zu befrieden. Gestern kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall im Schwarzen Meer. Eine amerikanische Kampfdrohne näherte sich mit abgeschaltetem Transponder der Krim. Russische Kampfjets nahmen die Verfolgung auf und brachten die Drohne zum Absturz. Dies war der erste Verlust von US Army und US Air Force seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Der genaue Ablauf ist umstritten, könnte sich aber so zugetragen haben, sehen Sie selbst. A Russian jet approached from the rear, dumping fuel. U.S. officials believe it meant to come up in front of the drone so it would fly into the fuel cloud, but pulled up too soon and clipped the drone's propeller,
which is located in the rear. The drone's controllers could do nothing but let it glide into the sea. Heute früh gingen die Zündeleien weiter, und zwar über der Ostsee. Britische und deutsche Kampfjets fingen in der Nähe von Estland zwei russische Flugzeuge ab, obwohl es keine Kampfflugzeuge waren. Gleichzeitig bereitet sich die russische Hauptstadt auf Luftangriffe vor. Die USA wollen Australien mit 5 Atom-U-Booten ausrüsten. Zwar sind die Schiffe nur nuklear angetrieben, nicht nuklear bewaffnet, doch die Lieferung ist trotzdem ein deutliches Signal der Abschreckung gegen China. Beide Großmächte sehen den Indopazifik als Spielwiese für den eigenen Machtausbau. Nach Plänen der Briten und Amerikaner soll Australien in den 20er-30er Jahren sogar eine ganze Flotte von Atom-U-Booten aufbauen. Kaum sind die Kampfpanzer der NATO-Staaten im Anrollen, wird schon die nächste rote Linie überschritten, geht schon die nächste Aufrüstungsrunde der Ukraine los. Polen wird MiG-29 Kampfjets liefern, auch noch aus deutschen Kontingenten. Der deutsche Kriegsminister Pistorius weiß von nichts. Genau solche Jets aus alten DDR-Beständen, so berichtet der polnische Präsident Duda heute, würden nun an die Ukraine geliefert. Dafür aber müsste Deutschland als Herkunftsland zustimmen. Doch der deutsche Verteidigungsminister weiß am Nachmittag von nichts. Ich habe bislang keine Bestätigung aus Polen, dass das passiert ist. Ich kenne die Medienmeldung.